Ja moin Leute, ne und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Monster Hunter Rise Sunbreak. Ja, heute mit der Pyro-Kadaki in Feuer-Boom-Boom-Version. Ja. Das beschreibt es doch so ungefähr. Ja, Content. So, hier übrigens die Bilder für den heutigen Part. Ihr stimmt mal wieder ab und wir sehen uns gleich beim Monster. So Leute, da ist sie. Die riesige Spinne und Kai reitet sie gerade. Um den Anjan zu verkloppen. Aber ein bisschen. Aber ein bisschen. Aua, du hast mich im Brett gesteckt. Ups. Pyro-Kortex. Das ist absolut nicht Kai, weil ich gerade nicht absitzen. Das sieht anders. Das war der einzig wahre Plan. Gib es zu. Das war der wahre Plan. Mich im Brand zu stecken. Das würde ich nie tun. Guck mal, die rennt sogar zur Puppenspinne. Die habe ich schon in der Tasche. Ich habe übrigens unterwegs noch eine Antidopa gefunden. Ich dachte, die könnten nützlich sein. Ja, vielleicht. So, der kann man bestimmt auch tausendmal was brechen wie bei der anderen Spinne, nehme ich mal an. Die Beine wieder brechen. Ja, das sieht man ja aber auch, ne? Das war ich. Und die, die sahen wieder wunderschön aus. Aua. Warum springe ich da hin? Das Rathalos-Set, was ich jetzt übrigens anhabe, ist wunderbar. Das hat Ohrstöpsel und das Schärfen von Anfang an. Das ist schön. Nein, das lässt du bitte. Ja, verdammt. Aus! Böse Spinnlein. Das kann ich nicht blocken. Okay. Das kann ich blocken. Aus! Aus! Böse! Ja, ich bin's nicht mehr gewollt, das Spiel. Genau. Ja, ihr müsst wissen, der Kai, der hat sich schon 10.000 Sets gemacht. Ich bin doch so runter auf ein anderes Set für die Aufnahme. Also der ist schon wieder ein Stück weiter als ich. Aber Angst. Aua! Zieh mir doch nicht deine Kralle durchs Gesicht. Ja. Also im Vergleich zu der anderen hat die einen wunderschönen Popo. So richtig schön viele Krallen drin stecken. So. Alle drei Fotos verballert. Jetzt kann ich mich wieder auf den Kampf konzentrieren. Ich wollte übrigens mal den Donnerbock werfen, wenn ich den schon habe. Ist ein Schaf. Aua! Ständig brennt man. Dabei habe ich eine Rathalos-Rüstung an. Ja. Die kann ich mit einer Feuerrüstung brennen. Auf den Kopf prügeln, ne? Ja, ich versuche halt. Dann machen wir es anders. Aua. Ich meinte das anders. Okay. Das liegt jetzt nicht so, wie ich geplant hatte. Wolltest du ein Foto machen? Aua. Ich habe jetzt noch eins. Das muss ich mir aufheben. Aua, hör auf, mir deinen Hintern ins Gesicht zu drücken. Der kleine Spinnlein hat mich gerettet. Ach du, da ist jetzt auch Flussraum drauf. Ich brauche ja eigentlich keine Helfen nehmen. Ja, eigentlich nicht. Also ich habe Wirkbereich mittlerweile standardmäßig. Den Hund. Stimmt wieder drauf aktivieren. Diese kleinen Viecher, von denen das Zeug, das kann man wunderbar sammeln, ne? Mhm. Also die hast ja mit einem Schlag tot. Dann kannst du dir einfach deren Zeug mitnehmen. So eine Fähigkeit, die ich mal ausprobieren wollte, von den Rüstungsteilen her, Mykologie, dann kannst du die Pilze ja essen. Mich würde interessieren, was man dann alles so da am Bonis bekommt. Ja. Das würde mich sehr interessieren. Spoilert mich nicht, falls ihr es wisst. Hey, die Chance! Kugelsperrfeuer! Die tut Dinge, die Spinne, die tut Dinge. Stimmt. Ja, das auch. Oh Mann, es gibt ja sogar noch ein schöneres Foto. Mit diesem wunderschönen Sack, den sie hat. Nein, Leute, das muss ich nicht zensieren. Das Ding nennt man halt so. Das ist auch einfach Eierbeutel in den Kopf. Das müsste ich zensieren, eventuell. Kannst du mal aufhören, mir zehnmal ein Feuer ins Gesicht zu drücken? Ich will doch nur landen. Vor allem mit freiem Alter kann ich Erste Hilfe fast durchgehend nutzen, ne? Also nebenbei. Freie Mahlzeit habe ich auch mittlerweile einfach immer dabei. Einfach damit ich die Tränke nutzen kann und auf alles einen Dreck geben kann. Aua! Kaputt! Sag doch kaputt. Da liegt was. Da ist doch nicht unter ja, das interessiert mich gerade nicht. Aber mich interessiert das. Und die Zuschauer auch. Nein, 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 nein! Renn! Ach so, irgendeine Substanz, die nur wieder Punkte wert ist. Schöne Substanz. 450 Punkte. Mhm. Da kam ein Hintern auf mich. Das fühle ich. Ich fühle das die ganze Zeit. Mit der Blocklinge könnte ich das da eventuell blocken. In den Bobo. Dann halt nicht. Ja, ich kann wieder mein Sperrfeuer machen. Hau doch nicht ab. Gut, da geht's doch noch was. Ich habe noch ein Geschenk für dich. Jetzt hat ja wirklich was. Das habe ich gar nicht gesehen. Das war das dritte Ding vom Anjan. Ich wusste, dass mir eins gefehlt hat, aber ich habe es nicht gefunden. Ich habe das halt Audi im Boden gesehen. Wie denn auch? Ist ja praktisch mit dem Boden verschmolzen. Die Vorderklauen sind noch ganz, ne? Mhm. Da hau ich die ganze Zeit drauf. Die Beine sind ja relativ egal eigentlich. Bin ich mal hier runter, dann kann ich die in das Feuerding ziehen mit der Spinne. Ich hab die Puppetspinne in der Tasche. Ach so, da. Ey, hi. Hi. Könnten Sie das bitte lassen? Danke. Das ist nicht nett. Ich bin ja... Ich bin sachlich. Komm runter, Mama. Ich habe die falsche Fähigkeit genutzt. Ich wollte eigentlich Bodenpfeiler nehmen. Ich habe gerade meine ganze Munition verballert. Gut, das hat nicht funktioniert. Ich war mir nicht sicher, dass ich sie wirklich getroffen habe. So, Bodenpfeiler! Ah, jetzt habe ich das Sperrfeuer wieder. Riech. Nein, ich will das nicht. Das ist illegal, was du da tust. Ja, können wir jetzt auch wieder hochgehen. Kann man ja. Nee, die mag sie gerade so schön, sperrig. Mussten der Spinne ihre Gefühle doch auch ein bisschen akzeptieren. Nein. Da oben stehst du super. Danke. Die Katze, also meine Katze hat auch gerade gesagt, nee, die bleibt hier unten. Ich glaube, die will die einfach mal eben kurz ihren Popo zeigen. Sehr gut, ich gehe hoch. So, hier, damit wir mal endlich der ein bisschen auf die Nase geben können. Oh, also einfach. Was? Auch wieder. Weh, du latschst da rein. Kannst du mal ein bisschen auf die Spinne prügeln? Komm her. So nicht an das ran, was ich treffen will. Streng. Dies. Der Popo ist im Weg. Ich glaube, wir haben sie endlich gebrochen. Nein, die klauen hier noch einmal. Ach, ich habe einen erwischt. Weißt du, da denke ich, ich habe endlich das richtige Ding erwischt. Katze hat eine Fallgruppe gelegt. Spinne ist doof. Das ist sehr gut. Gut, dass die Spinne auch ein Dulli ist. Sie passt perfekt zu uns. Einfach in die Falle gerannt. Hm? Zu dir. Guck mal, ich habe eine wunderschöne Falle aufgestellt und das Vieh hat es einfach ignoriert. Und läuft hinterm Anfang auf der. Immerhin droppt die Spinne ja nicht zurück, die es da hinten ist. Wo ich mein Glück wieder über Stoff erzählen kann. Mm. Vor allem Brüche kannst du bei der ja so hart sammeln. Ja. Also die Bruch-Items. Ist ja praktisch hinterhergeworfen. Wenn diese Klauen jetzt mal kaputt gehen. Ey, ich kann den Flammenstrahl nicht blocken, ne? Ich hab's probiert. Aua. Nein! Schlechter Zeitpunkt! Vor allem das Brühen, das weckt mich nicht mal. Ja. Ohrstöpsel. Tod Nachteil der Ohrstöpsel-Fähigkeit. Vorteil, das Brüllen nervt mich nicht. Das Nachteil, das Brüllen nervt mich nicht, wenn ich es brauche. Na, aua. War auf einmal wieder Popo in meinem Gesicht. Weißt du, du hast meine Fallgrube schon ignoriert. Hier. Die ignorierst du nicht. Okay. Das kann man erwarten. Ich hab's mal drauf. So, könnte sein, dass jetzt übrigens eine Sequenz kommt, weil mir fehlte nur noch eine Quest, damit ich hier die dringende freischalte. Aber es gibt noch eins, das nicht dringend ist, was Neues. Also ein Monster, das werden wir noch vorher bekämpfen. Aber falls die Sequenz kommt, sage ich hier jetzt schon mal Ciao. Miyogira Lumeda. Luneza Vero. Lera Minga. Legola Liude. Ladet oss hag! Lidora Tagleza.